Denn den schnappen wir uns auch noch. Jetzt muss er rankommen, ne? Jetzt muss er rankommen. Sehr gut. Na, komm mal her. So. Kollege ist auch weg. Ich glaube, der Kollege hat auch eine Mine mitgenommen. Einer von denen. Jo, da ist eine Mine weg. Vielleicht ist noch eine da. Ich weiß es nicht. Ich speichere mal lieber. Hier war mal eine schöne rote Mine. So. Wenn man sie trennt, sind sie dann Separatisten? Okay. An die Kampfkolosse traue ich mich noch nicht. Aber ist ehrlich gesagt auch Wurst. Die können wir später immer noch machen. Das war sehr schön, hier alles zu überprüfen. Und die beiden Kampfies, wie gesagt, hier holen wir uns auch noch. Wir müssen aber gerade woanders hin. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau. Wow. Ist das auch noch eine? Das ist auch noch eine, die hier halb in der Erde ist, okay. Und sonst ist hier keine mehr, ich hoffe. Was ist denn hier schon wieder? Hier ist halt eh an jeder Ecke was, ne? Also, da wundert man sich irgendwie nicht. Sehr viele Heiltränke. So. Metallschrott. Sah aus wie... Oh, oh, verstehe, was da ist. Ach du Heilige. Habe ich ihn gelootet? Nee, ne? Können wir aber noch machen. So, wir wollten erstmal offenbar hier lang. Wollten wir das? Ich dachte halt, das wäre bei den Alps auf der Karte, aber offenbar... Oder habe ich eine andere Quest aktiviert? Nee. Offenbar waren die Alps ganz woanders. Die Karte ist aber viel größer. Ich habe das komplett unterschätzt. Oh, gut. Drei Saurier, wenn man alleine ist, ist ja kein Problem. Aber auch die wollten wir gar nicht holen. Wir haben was anderes zu tun. Ich meine, theoretisch können wir uns da ranwagen. Das Problem ist aber, dass uns jetzt niemand Deckung gibt. Ich habe jetzt immer Angst, dass überall Minen liegen. Bin richtig paranoid gerade, dass ich gleich wieder hochgesprengt werde. Okay. Ich wechsle mal kurz die Brille wieder. Wupp, wupp. Hätte ich gerne auf Hotkeys. Ich meine, man kann doch, ne, während man die eine schon absetzt, kann man die andere ja schon aufsetzen. Das geht ja tatsächlich. Rechte Hand nimmt ab und daraufhin setzt die linke automatisch wieder die neue Sonnenbrille auf. Schön hier, guck mal. Sehr viele Elex-Spuren. Offenbar. Hier war
waren wir noch nicht, ne? Wie friedfertig und schön. Natürlich Regen jetzt. Hätte ich mal nichts gesagt. Ich muss mal kurz der Elex-Spur folgen. Aha. Wo führt sie denn hin? Und waren wir hier schon? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier waren. Und ich habe die Befürchtung, dass wir nicht lange dort im eisigen Nordreich überleben können. Na nü. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich das Elixier aus dem Boden haben, aber warum sind manche Sachen einfach eigentlich komplett im Boden versunken? Ist das, weil die so alt sind, dass die vergraben sind eventuell? Könnte ja legitim sein, ne? Wir sehen die Sachen zwar, aber wir kommen halt nicht ran, weil Kollege Schnürschuh zu faul zum Graben ist. Was ist das denn hier? Waren wir ja schon mal? Das kommt mir doch bekannt vor. Aber irgendwie nicht. Nee, wir waren hier noch nicht. Nee, ich dachte gerade, das wär so ein Ding, was ich mal in der Wüste gesehen habe. Also beim Krater da hinten, bei den Kultisten da. Oh ja, na gut, dann nehme ich es eben doch mit. Oh hey, da hinten, ich sehe es schon. Irgendwann klatschen wir die auch weg. Da werde ich aber erst auf die Rüstung warten. Okay, da ist eine fette Ratte. Eigentlich will ich hier gar nicht lang, aber mich lockt immer der Weg. Da komme ich, also ich könnte mich da lang schummeln. Ich will hier alles erforschen, verdammt. Ich kann nicht glauben, dass wir gerade in Folge 5785 sind und halt immer noch nicht alles erforscht haben. Und immer noch überall irgendwas finden. Das ist doch unmenschlich. So, warte. Zu einfach. Natürlich, wenn du das sagst. Amulett der Täuschung, nice. Lohnt sich sogar richtig. Und noch ein blauer Stein. Ich will natürlich einen roten haben. Sprengraketen, Geldbündel, noch ein bisschen was. Und irgendwie ist da ein Pfeil offenbar. Den habe ich nicht mitgenommen. Das ist natürlich sehr wichtig, dass der... Okay, der... Gut. Habe ich jetzt rausgezogen. Mit bloßen Händen einfach kurz gezuppelt, dann war der weg. Erschrocken habe ich mich schon wieder. Erschrocken, Sorgi. So, wir müssen eigentlich da lang. Und ich hasse mich. Komm, zum Turm können wir nochmal schnell. Nur mal gucken. Vielleicht frieren wir ja eh ein. Boah, wie cool. Hat ein bisschen was von atomarem Winter hier gerade, ne? Was ist mit der Musik? Offenbar nichts. Da geht's auch noch hoch. Oh Mann, ich... Also jetzt nicht hier hoch, sondern da drüben. Komme ich da denn? Ich speichere mal kurz. Kommt man da hoch? Ja. Sonst wäre ich hier auf dem Fels geflogen. Ich wollte aber nur mal gucken, ob da oben irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Huha! Na, ist ja auch egal. Ich wollte hier nicht wieder so eskalieren, ne? Guck mal, da ist noch so ein Turm. Wir müssen gleich darüber. Aber ich bin gerade so fasziniert.
Was ist denn das? Ist das der Damm? Es sieht aus, als würden hier noch Leute... Ich weiß ja, also es wirkt so, als könnten hier noch Leute sich zumindest verschanzt haben, ne? Wenn ich schon leben. Na, Assi? Mit der Sonnenbrille im Schnee sehe ich aus, als würde ich gleich Skifahren wollen. Hier liegt halt gar nichts, ne? Hier ist alles. Ja, ist alles schon ewig tot. Nein, was? Hä? Nein, lass mich! Das wollte ich gar. Ich leg mich doch hier nicht hin! Es ist arschkalt! Bis ich mir den zudecke! Und er legt sich mal auf den Schlafsack, nicht in den Schlafsack. Das macht doch niemand. Ich bin nicht gut genug. Ich doch, das bist du. Du musst nur mal nicht glauben. Kann doch nicht sein. Immer das Gleiche mit ihm. Amulett des Abenteuers. Ja, okay, das wird dauern. Das war wohl nichts. Zu einfach. Okay, noch ein Dietrich, prima. Davon brauchen wir noch ein paar mehr, wenn es weiter so geht. So, das war alles. Hat sich immer jemand verschanzt oder was? Ja, das war alles, okay. Dann brenn mal schön weiter. Oh, ist das hell. Brenn mal schön weiter. Ich warte mal drauf, dass wenn wir irgendwo so drauf landen, dass es so wegbricht oder so. Aber ich glaube, das wird natürlich nicht passieren, weil das einfach, das wäre auch zu aufwendig. Ja, Dietrich, alte Radioaufnahme. Aus Regierungsreihen ist durchgesickert, dass die Gefahr real ist. Der größte Vertuschungsskandal unserer Geschichte. Ein Meteor wird bald hier einschlagen. Wir erhalten Nachrichten, dass in vielen Städten bereits Panik ausgebrochen ist. Bürger verlassen fluchtartig ihren Wohnort. Die Straßen sind völlig dicht. Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Die Menschen werden gebeten, sich möglichst viele Nahrungsmittel und Lebensmittel und Vorräte voranzulegen. Dass das in Massenpanik resultiert, ist denen aber schon klar, ne? Sturz der Regierung. Das Militär hat die Parlamentsgebäude gestürmt und abgeriegelt. Keine Meldung des Präsidenten. Wir sind der letzte Turm auf Sendung. Wir können nur warten und den Atem anhalten. Solange es geht, wird Musik übertragen. Das hier war also die letzte Radiostation. Okay, das ist cool. Also ist eigentlich natürlich nicht so cool, aber ihr wisst, was ich meine. Dieser Ort hier ist einfach nur die letzte Radiostation. Vielleicht kann man hier noch irgendwas machen später, ich weiß es nicht genau, aber momentan Anleitung. Harter Hund. Krug. Ein Füller. Na gut, eine Zigarette. Okay. Das ist also einfach so eine Location. Ausnahmsweise checke ich mal nicht, was unterm Wasserfall ist. Weil ich ehrlich gesagt bei diesen Temperaturen nicht sehe, dass wir irgendwie ins Wasser gehen. Freiwillig. Der letzte Turm, der auf Sendung ist.
Das ist irgendwie bitter. Aber cool, dass wir ihn entdeckt haben. Und einfach mal erforscht. Gut, dann nichts wie weg hier. Und irgendwie wäre es cool gewesen, wenn auf dem Tonband gerade, ne, wir spielen solange es geht Musik, wenn dann noch irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine alte Musik gespielt hätte. Aber es wäre vielleicht schon zu Falloutig, oder? Ich weiß nicht. Die dann irgendwie so irgendwann so mit in Rauschen übergeht und dann schließlich abbricht. Gut. Das war das letzte Radio der Welt. Jetzt aber mal wieder zurück zur eigentlichen Aufgabe nach diesem kleinen Ausflug in die Historie der Welt, Magellan. So. Und ansonsten, wo geht's denn hier hin? Ich hasse mich. Ich sehe eine Treppe, ich muss gucken. Monster machen keine Treppen. Junge, Junge, Junge. Menschen bauen keine Treppen. Ich bin so schlau. Genau wie ihr habe ich eigentlich gedacht, ich bin tot. Bei diesem Kampf. Hätte nicht gedacht, dass du... Ne, also, ja. Aber habe einfach mal einen kühlen Kopf bewahrt, soweit. Also diese Verlorenen sind genau wie die Rottmolche und so Experimente der Alps, ne? Wenn ich das richtig verstanden oder noch im Kopf habe. Ist ja schon ein bisschen her. Das sind ja diese Experimente, die die Alps da auch mit Elex und Leuten und also Menschen und so gemacht haben. So. Na nü? Oh, da ist... Konverter? Oh, das ist unser Crony, ne? Nordabessa! Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nordabessa. Ausführung negativ. Was ist los mit dir? Solltest du dich nicht reparieren? Negativ. Analyse, Zugang verweigert. Was? Na, dann helfen wir natürlich. In Ordnung, ich werde dir helfen. Also, was ist das Problem? Konverter, Zugang verweigert. Bewaffnung, kritisch. Verstehe. Sie wissen also, dass du keiner mehr von ihnen bist. Immerhin warst du klug genug, dich nicht von ihnen zerstören zu lassen. Okay, dann hier. Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel. Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse. Keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws, Kleriker oder Alps verantwortlich. Auch Alps?
Was genau meinst du damit? Analyse. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Okay. Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse. Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Wer greift denn hier gerade an? Waren die Outlaws eventuell für den Beschuss verantwortlich? Analyse. Fähigkeiten und Verhalten der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. Mhm. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse. Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Ich besorge dir die Teile, die du brauchst. Was genau fehlt dir? Analyse, Waffensystemausfall, Steuerungssystem defekt. Und das Zeug finde ich in dem Konverter. Inventarprotokoll positiv. In Ordnung. Ich sehe mal, was ich machen kann. Ah. Ach, der jetzt auch noch? Zu viel auf einmal vertrage ich nicht. Der Kroni kann uns ja nicht helfen. Hab grad gehofft, dass der vielleicht noch mit einsteigt oder so. Geldbündel. Oh, der macht aber nichts. So, Heiltrank, Trockenfleisch. So, vielen Dank, Steinklaue. Und wir müssen jetzt da rein, ja? Sehe ich das richtig? Mit einer positiven Grundeinstellung wird schon nichts passieren. Sind das normale Alps da oben? Also, grollen die uns? Hey Leute, ich bin's! Seinen Reach möchte ich haben. Cool, vielen Dank. Hat es leider doch getroffen. Jetzt müssen wir den da oben mal runterholen, aber der hat leider Schusswaffe. Und unten ist ein Kampfkoloss. Das ist nicht gut. That is not good. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist das denn? Hä? Okay, der Kampfkoloss kann einfach, der rennt da einfach hoch. Das ist ja noch schlechter, als ich dachte.
Autsch. Okay, das war echt dumm. Ich warte einfach aus dem Winkel hier, wenn er weiter so macht. Hier. Okay. Oh, das ist nicht gut. Ja, das ist besser. Alter, willst du mich verarschen? Der kam aus dem Nichts. Ja, das funktioniert doch nicht so, wie ich das wollte. Schade. Oh, hä? Der ist doch schon da. Haben wir da drüben noch zwei. Um Gottes Willen, wie soll ich denn hier alles alleine. Und der Kampfkoloss, wie soll ich denn den? Also, das ist schon harter Tobak. Na gut, wir haben noch ein paar Heiltränke. Das ist kein Heiltrank. Wir haben noch ein paar Heiltränke. So, mal Küken. Weil, als ob, wie hat der denn hier hin? Was ist denn, was sind das für Skills, sag mal? Ach, die laufen jetzt da unten rum. Und das hat ihn natürlich gar nicht getroffen. Junge, Junge, Junge. Mit dem hat man aber auch Spaß hier. Wie hat er denn von da unten... Hat er... Der hat das Ding durch die Wand geworfen, die Granate oder was immer das war. So, Hauptsache der sieht uns nicht. Okay, folgendes. Ich weiß, wir könnten hier die andere Brille auch gut gebrauchen. Aber lieber erstmal... Ne, hier. Lieber erstmal alles... Ne, ausbügeln und dann können wir mal noch gucken. So, mal. Das? Steuermodul, nice, danke. Unsere Kollegin fehlt mir ein bisschen. So, da kann er gerade nichts machen, ne? Der könnte den Fahrstuhl rufen und selber kommen. Na toll. Der weiß aber auch durch die Decke, wo wir sind. Der hat wahrscheinlich auch eine coole Sonnenbrille auf. Oder eine andere Alttechnologie, die wir noch nicht kennen. Alter! Was ist denn mit dem? Geliebter Feind. Heilige Scheiße.
Wie hat denn das gerade gemacht? Ich war ganz klar im Vorteil, dann steht er auf und massakriert mich erstmal. So, speichern. Aber der wusste ja auch durch den Boden, wo ich bin. Also insofern...